Am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, herrschte ein großer Andrang im Vorgarten des Kreiskrankenhaus Prignitz. Es war der Tag der Pflege und zu diesem Anlass wurde der Belegschaft ein symbolisches Dankeschön für ihre Mühen und die schwierigen Bedingungen während der gesamten Corona-Zeit als kulinarische Mittagspause veranstaltet. Carsten Krüger, Geschäftsführer im Kreiskrankenhaus Prignitz, bedankte sich während eines Pressegesprächs nochmals bei der gesamten Belegschaft für ihren Einsatz in den letzten 2 Jahren. Es geht heute darum, dass wir uns nochmal hier so im schönen Monat Mai bei unserer Belegschaft bedanken wollen für die letzten doch sehr, sehr anstrengenden und zum Teil auch komplizierten Monate, die wir hier in allen Bereichen der Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus Prignitz absolvieren mussten. Dem Krankenhaus war es wichtig zu betonen, dass alle Bereiche des Krankenhauses, Pflege, Ärzteschaft, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, die Verwaltung, der technische Bereich, eben alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die letzten 2 Corona-Jahre kollegial und solidarisch zusammen agiert haben und dadurch weiterhin die medizinische Versorgung in der Region qualitativ abgesichert habe. Dies war eine entbehrungsreiche und oftmals schwierige Zeit für alle Mitarbeiter, da ein Krankenhaus für seine Patienten im 3-Schicht-Betrieb 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr die Tore geöffnet hält. Zusammen mit verschiedenen Sponsoren und der Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus Prignitz wurde ein gemeinschaftliches Zusammentreffen mit Pizza für alle realisiert. Die Aktion kam bei der Belegschaft gut an. Bei Pizza und Getränken kamen die Mitarbeiter miteinander ins Gespräch und konnten eine kurze Pause ihres Arbeitsalltags genießen.